Ich habe für euch cute Boys in einen Hinterhalt gelockt. Hallo, ich bin Nils, ich bin der Leader der Boyband und ich habe mir viele Freunde zusammen... Nicht abgemacht, das haben wir so nicht abgemacht. Hallo, ich bin Levin, ich bin mit der Jüngste, ich habe noch frisches Fleisch, ich bin jung, energetisch und nicht so wie die allen anderen Knacker hier. Das verletzt mich. Und ich bin bekannt hier in der Gruppe als TikToker. Die nächste. Hallo, ich bin Sammy, ich bin genauso alt wie Levin. Nein! Ich mache Fotos sehr gerne, ich mache keine Nacktfotos, aber auf Anfragen von Influencern könnt ihr mir mal gerne schreiben, mache ich auch Nacktfotos von euch. Hallo, ich bin Theo, der Gutaussehende in der Gruppe. Ich komme aus Berlin, ernähre mich vegan und versuche nachhaltig zu leben. Hi, ich bin Valentin, ich bin der Jüngste aus der Crew. Hi, ich bin Konrad und ich bin der Schützer der Gruppe. Oh. Ich habe sie gefüttert. Mein Chick ist so bad. Und versorgt, damit sie nichts Böses ahnen. Ey Leute, bestellt mal alle zusammen, ich lade euch ein, ja? Nein. Doch. Pornografische Inhalte. Okay, kommt rein. Um ihnen eure unangemessenen Tea-Questions zu stellen, die sich niemand traut zu fragen. Hallo Kelly, wir freuen uns sehr, in deinem Video sein zu dürfen. Die Angst und die Nervosität steht ihm im Gesicht geschrieben, so wie es sein sollte. Ich stelle euch heute Fragen, die sich keiner traut, Jungs zu stellen. Wow, das ist süß. Wie groß bist du? Wie viele Hunde hast du? Scheiße, wir sind keine TikTok-Boys. Kannst du es dann aber nennen, Fragen an YouTube und TikTok-Boys? Oder? Ihr seid Podcast-Boys, du bist ein YouTuber, ihr seid TikTok-Boys, erst ein Fotoboy. Ja. Foto-Boy. Haben wir das jetzt was haben wir bist das du? Jetzt was geklärt? Bist du? Was bist du denn? YouTube-Girl? Ich bin ein OnlyFans-Girl. Okay. Oh. Ja, Mann. Tragt ihr gerne Jogginghosen, bei denen man die Form des Ding-Dongs sieht? Also ich würde es jetzt nicht tragen, um irgendwas zu präsentieren. Du fragst, ob wir es absichtlich? Nein. Doch, ich hab einen TikTok gedreht, wo ich absichtlich mit meinem Jogging... Wirklich? Oh, Levin! Wirklich? Ich distanziere mich davon. Ich finde es aktiv, würde ich sagen, sogar eher unangenehm. Ich bin gerade so comfortable geworden innerhalb von 2 Sekunden, das ist schrecklich. Warum ist euch die Größe von eurem besten Stück so wichtig? Das ist halt irgendwie doch nicht so krass, wie ich das ist. Also, wenn er so massiv klein ist, glaube ich, ist ein Problem. Ja, ja, genau, wie massiv groß. Auf jeden Fall, bei uns ist es so ein bisschen so, also ich finde, keine Ahnung. Ja, also solange es irgendwie im Rahmen ist, glaube ich, ist es kein Problem. Nein. Naja, weil das ein Männlichkeitsflex ist, oder nicht? Ja, aber genau, den würde ich ja sagen, dass ich den nicht irgendwie pushe. Geht es eher darum, was Männer untereinander davon halten, oder ist es eher gegenüber so Partnern wichtig oder Geschlechtspartnern? Das ist eher auf Jogbars meistens unter Jungs eher so ein bisschen. Ja, auf Jogbars unter Jungs und dann, glaube ich, in einer Beziehung. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Größe auf dem Schuh gut sein kann. Ja, mit warum? Das ist halt die Frage, du kannst natürlich auch ein großes Auto fahren und wir das nicht fahren können. So. Das war ein Grund. Wisst ihr, wie man Binden trägt? Binden? Ja. Ja. So. Wie funktioniert das? Und dann so. Die Unterhose rein. Legst halt in die Unterhose. Macht das Klebestreifen. Sehr gut! Ja. Ich habe auch immer einen Tampon dabei, ne? Echt? Ja. Wirklich? Zeig. Er hat keine Freundin. Nice. What? Das ist strong, oder? Oh mein Gott. Good one. Applaus. Okay, letzte Frage in dieser Kategorie. Wenn Jungs kacken, wo packen sie ihren Schniedel hin? Auf die Klobe. Ich finde das wirklich ein Problem manchmal. Es gibt nichts Ekligeres, wenn der unter Gegend kommt. Ja, aber dann ist auch eine scheiß Toilette. Dann ist auch eine scheiß Toilette und dann würde ich da auch ungern kacken gehen. Passiert, die sind dann schon so mega flach auf einmal. Dann kommst du vorne einfach ran, das ist so unangenehm. Es ist wirklich ein Problem, oder? Ja. Du musst halt, ich glaube, wenn dein Penis vorne gegen die Klobrille kommt, ist es schlimmer, als wenn du scheißt und Klowasser spritzt. So. Nee, also, es macht mal so ein Klo erstmal rein. Titten oder Arsch? Okay, nee, Hände hoch, wer für Brüste ist. Nein, warte. Aber ich finde, das ist legit keine Frage, die man so... Aber nee. Brüste... Nee, kann man auch nicht so pauschalisieren. Brüste. Wenn ich jetzt Füße sage, ist das weird, oder? Was sind absolute No-Gos bei Mädchen? Also ich meine so, wenn der Grundgeruch unangenehm ist. Wenn du schwitzt, juckt mich, dann riech halt. Aber wenn du so Grund auf komisch riechst... Auch wenn du dich wäschst oder so. Aber ist auch bei Typen so. Wenn du bei Typen, wenn du so einen Grundgeruch hast, der einfach irgendwie unangenehm ist, dann geht das nicht. Wenn sie unemotional sind. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie so ein bisschen auch auf gut tun und auf nicht emotional tun. Oder von vergangenen Beziehungen oder irgendwas so unemotional sprechen und sagen so, ach, überhaupt gar kein Ding, weil dann denke ich, oh, okay, also... Bin ich dann auch der... Bin ich auch bei der... Ich lande dann auch... Kelly, ich habe eine wichtige Frage an dich. Ja. Glaubst du, Männer oder Frauen sind emotionaler? Weil es gab ganz lange irgendwie so dieses gesellschaftliche Saying von irgendwie Frauen sind emotionaler. Ich glaube tatsächlich, dass... 50-50. Ja. Ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Persönlichkeit du hast. Ich glaube, es gibt mittlerweile viel mehr Raum für Männer, ihre
Emotionalität auch auszudrücken. Ja. Wie baut man Kontakt zu seinem Crush auf? Instagram-famous sein. Ich würde zum Mädchen hingehen, so Hi sagen. Und wenn sie mich nicht beachtet, würde ich einfach meinen Instagram-Account rausholen. Und sagen, gib mal bitte. For real. Ansprechen einfach. Was ist, sprichst mich mal was an, mach mal an. Wenn ich dich süß finden würde, würde ich einfach nur sagen, hi, ich hab dich gesehen, weiß nicht, in der Bahn oder irgendwas, würde ich eher nicht machen, aber sonst würde ich dir einfach sagen, dass ich süß finde. Ja, stopp. Du hast gerade Crush gesagt. Also eine Person, auf die du schon seit einem längeren Zeitraum einen Crush hast. Ja, aber die du irgendwie nicht kennst. Die du nicht kennst, aber schon jetzt nicht nur gerade eben in der Bahn gesehen hast. Ja. Ich würde 2 Jahre auf Party mit dir sagen. Secret Crush seit ein Jahr und dann gibt es diesen Crush, den man wirklich noch nicht kennt. Ja, ich würde schon sagen, so ein Secret Crush. Wie kommt man da auf eine andere Ebene? Boah, das ist viel komplexer. Also es kommt ganz auf die Situation eigentlich an. Wo trefft ihr euch? Wie ist das so? Seid ihr beste Freunde? Zweisamkeit, casually und nett und freundlich und nach einer Mate fragen und dann. Okay, ich habe auch eine lustige Frage, die mich interessiert. Muss ein Junge eine gewisse Arschlochigkeit haben, um das, dass man so Gefallen an ihm findet? Nein. Oder muss er eine Kelly. Frage an kommt Kelly. Drauf an, auf was man kann ich auch antworten. Steht. Aus oder aus ist vielleicht. Ja. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn jemand wirklich zu nett ist, aber das ist bei jedem so, glaube ich, dass es schon fast langweilig wird, wisst ihr? Ich glaube, dieses Jahr ist nicht Arschloch genug, ist einfach dieses, wir sind nicht emotional genug zueinander. Ja, ich glaube, das ist das, was eigentlich die meisten meinen. Ja, und langweilig soll es eh nie werden, aber dann, wenn du 2 nicht langweilige Personen von da sitzen hast, dann wird es ja schon wohl nicht langweilig, oder? Findet ihr euch selbst cute? Ja, ich find mich halt toll. Ja? Ich bin froh, dass es so aussieht. Okay, sehr gut. Denkt ihr manchmal daran, dass es 12-Jährige gibt, die übel auf euch stehen? Ich glaube nicht, dass das so ist. Blendet es aus. Du glaubst nicht, dass das so ist? Nee, also dafür bin ich dann halt, glaube ich, wirklich zu wenig TikTok-Boy. Also es gibt, heute läuft das erzählen, Levin. Was? Es gibt einen Sound von Levin, da hast du deinen Fan selber gemacht. Da hat er dieses, sing mal ganz kurz. Levin. I'm your biggest fan, I follow you until you notice me. Levin. Levin, Levin. Und das ist ein Sound, den hat ein Fan gemacht, ist der so ein bisschen viral gegangen auf TikTok und dann gibt es eine Liste von 1000 jungen Mädchen um die 12, 13, die diesen Song benutzt. Das ist so lustig. Baby. Oh nein! Oh, das ist so süß. Oh, ich sterbe. Wie fühlst du dich dabei? Denkst du bist wegen deinem Talent TikToks zu machen berühmt oder wegen deinem Aussehen? Nein, gar keine Frage, oder? Ich hab doch kein Tanztalent oder irgendwie sowas. Also ich glaube, Kreativität spielt schon eine große Rolle. Weil ich habe ja auch damals angefangen so mit POVs und sowas. Kreatives Aussehen. Kreatives Aussehen, genau. Also ich kann sagen, dass ja alle unsere TikToker sehr kreative Menschen sind. Ich glaube, deshalb haben sie den Erfolg. Also auch Theo und Levin hier, die mainly TikTok machen, die haben einfach Hustle und Work und kreativen Input, sonst wären die nie so groß geworden. Weil es gibt ja auch noch ganz viele andere, die gut aussehen. Erstmal danke an Nils. Dankeschön, Nils. Und es ist auch so, du musst ja auch... Ganz wichtige Frage, auch ganz emotional. Wie viel bekommt man als TikToker? Also ich habe das letzte Mal Sex, glaube ich, von... weniger Geschlechtsverkehr, seitdem ich die verbracht habe. Oh Gott, oh mein Gott! Also Jungs, ihr müsst nicht TikTok einfach. Wie herrlich er ist. Oh mein Gott, es sieht so viel besser aus. Kellys Kamera ist kaputt gegangen und hier sind wir auf dem iPhone. Benutzt ihr die typischen TikTok-Blicke auch im Real Life? Levin, kannst du ihn aber vormachen trotzdem? Nein. Jeder macht seinen besten TikTok-Blick. POV, süßes Mädchen läuft über die Straße und guckt euch an, ihr guckt zurück. 3, 2, 1. Da ist gerade wirklich jemand lang gefahren. Wirklich. Das ist eine Frage für euch alle. Würdet ihr was mit einem Fan anfangen? Ja, definiere Fan halt nochmal. Ja, das ist schwierig. Leute, die mich kennen, ja, aber die mich wirklich so auch verfolgen, wo ich weiß, so, okay, die kennen die Charaktere und die folgen dann so komplett Why Nils. Mhm. Also for real, ich hatte... Sobald jemand Emil oder Valentin folgt, bin ich eh raus. Ja, das ist ein Kriterium. Naja, also for real ist es so ein bisschen so, ich hatte mal was mit Mädchen und dann wusste ich halt nicht, dass die mich kennen. Und im Nachhinein haben die es mir dann gesagt. So. Was ist ein grundsätzliches Problem von Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, also, weil Leute können nicht erkennen, ohne dass sie halt Fans sind. Da muss halt diese krasse Scheibe treffen. Also so straight up, so wirklich krass Fan, fände ich immer ein bisschen weird, weil die mich halt einfach so auf eine Weise kennenlernen und ich glaube, ich dann gar nicht mehr so die Chance hätte, sie auch als Person kennenzulernen und sie mich auch so als Person kennenzulernen, neben dem ganzen Shit. Und ansonsten natürlich steht man in der Öffentlichkeit und dann gehört es irgendwie auch dazu, dass Leute wissen, wer man so ein bisschen ist. Aber so richtig krass fände ich, glaube ich, weird. Ja. Aber das ist auch so zum Beispiel so ein Ding, wenn ich darüber nachdenke, ich habe mal meine Freundin kennengelernt, da haben wir gerade angefangen und ich glaube, es wäre, wenn ich sie jetzt kennenlernen würde, also
jetzt abgesehen davon, ob sie Fan wäre oder nicht Fan wäre, glaube ich, ist, geht man da generell mit so ein bisschen anders ran. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, Levin zum Beispiel merkt es dann schon, weil, keine Ahnung, bei Levin kennen halt auch einfach viele Leute. Also dadurch, dass er natürlich auch einfach TikTok macht. Und ich glaube, man geht dann schon ein bisschen anders mit um, das verstehe ich auch. Deswegen habe ich ja auch weniger Sex, weil ich es einfach komisch finde, dass Leute mich kennen und dann irgendwie so, so lass uns doch einfach von null anfangen und kenn mich zero. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Danke, Kelly, mein Lieben. Dankeschön. Ich bin bei meinen Nils vorbei. Was mit dem Vlog? Lasst einen Daumen nach oben und mach die Glocke an und einmal abonnieren. Ding, 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 ding.